rumgehen und fragen, immer, was macht ein Mediator, wie sieht der aus, wie sieht seine Werkstatt aus und so, da ja, ist nicht das viel. Ist ein Punkt. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass man nicht genau weiß, wer kommt da auf mich zu. Ja. Genau. Ja. Wenn Sie sagen, was macht eine Domina, hat jeder ungefähr eine Vorstellung aus irgendwelchen einschlägigen Filmen. Gut, aber das ist ja auch so, das älteste oder? Gewerbe der Welt. Also. Ja, eben. Okay. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich im neuen Jahr zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Entwicklung von Coaching und das als Vergleichsgrundlage für die Entwicklung von Mediation. Über die Entwicklung der Mediation soll es ja Enttäuschung, Frustration und Unverständnis geben. Erst recht, wenn man sich das Konfliktaufkommen in der Gesellschaft anschaut. Probleme der mangelnden Nachfrage nach Mediation hatten wir im letzten Jahr hier anhand von Marketing angeschaut. Und das ist gewiss eine Herausforderung für Mediatorinnen. Birgt aber die Gefahr, dass wir die Ursachen für diese, ich sag mal, kundenseitige Zurückhaltung zu stark personalisieren. Und deshalb möchte ich das Problem heute nochmal anders anfassen. Die Arbeitsthese soll dabei sein, dass die Programmatik der Mediation allenfalls in Dekaden verwirklicht werden kann und dass die Entwicklung in ihrer Geschwindigkeit schon so ganz in Ordnung geht. Als Alternative zu einem jahrhundertealten, bewährten Gerichtsverfahren wirkt es geradezu vermessen, in wenigen Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten schon massenhaft genutzt werden zu wollen oder zu glauben, man hätte einen Anspruch darauf. Deshalb möchte ich als Vergleich heute der Geschichte des Coachings nachgehen. Das Coaching, ganz allgemein als Beratung ohne Ratschlag, wuchs im Zuge eines Beratungsbooms seit den 1980er Jahren auch in Deutschland und gilt heute allerorts als etabliert. Doch wie kam das in Deutschland dazu und war das absehbar? Dafür habe ich mir einen der frühen Pioniere des Coachings ins Podcaststudio eingeladen, der mir und uns darüber sozusagen aus erster Hand Auskunft geben kann. Dr. Wolfgang Loos, von Hause aus Betriebswirt und seit Jahrzehnten in allen Branchen und Organisationsgrößen beratend und coachend tätig. 1991 hat er in seinem Buch Unter vier Augen erstmals die Beratungsform Coaching ausführlich dem deutschsprachigen Publikum vorgestellt und gilt seither als prägende Figur dieser Beratungsform. Herzlich willkommen hier im virtuellen Podcast-Studio, Dr. Wolfgang Loos. Hallo, guten Tag. Herr Loos, ich habe Sie so als Betriebswirt vorgestellt und auch wenn viele Sie schon kennen, aber vielleicht noch ein paar Worte so zu Ihnen. Wie sind Sie denn als Betriebswirt damals zum Coaching gekommen, das es, soweit ich das überblicke, als solches ja noch gar nicht gab? Ja, ich habe zwar Betriebswirtschaft studiert, aber eben auch viele andere Sachen, quer durch alle Fakultäten, Wirtschaftspädagogik und dann später noch Philosophie und Psychologie und so ein Zeug. Ich bin dazu gekommen, weil, das ist die akademische Geschichte im Westen, als ich Examen machte, das war 1970, als frisch gebackener Diplomkaufmann wollte ich noch nicht in die Berufswelt. Ich wollte noch ein bisschen an der Uni bleiben. Das war sozusagen meine bevorzugte Lebenswelt und suchte nach Möglichkeiten, das zu tun. Normalerweise wird man dann Assistent von einem Professor und schreibt dann seine Dissertation. Das war damals so die übliche Form. Aber es gab genau in der Zeit etwas Neues, nämlich ein sogenanntes Tutorenprogramm. Das wurde von der Volkswagen Stiftung finanziert, weil die Universitäten voll geworden waren und die Riesenvorlesungen mit 800 Teilnehmenden wurden begleitet mit kleinen Gruppen und die Leitung dieser kleinen Gruppen sollten Tutoren übernehmen. Das waren also frisch examinierte Leute. Das Problem war nur, dass keiner wusste, wie geht Tutorenarbeit. Also braucht es eine Ausbildung. Okay, also das heißt, also ich kenne das auch noch natürlich von der Uni, dass ich also Tutoren hatte. Ja, ist längst etabliert, ja. Damals war sozusagen an der Universität das völlig neu und man wurde darauf vorbereitet.
Genau. Und ich kriegte, ich habe mich dafür interessiert, fand das spannend, weil es auch eine Möglichkeit war, noch an der Uni zu bleiben und meinem Freiheitsdrang zu folgen und mal zu sehen, was es noch alles gibt, zu studieren und so. Und dann gingen die Menschen, die das veranstalteten, auf die Suche nach Leuten, die eine Tutorenausbildung irgendwie bauen könnten. Hatte auch keine Ahnung, wie das denn gehen konnte. Man ging zu den Pädagogen und sagte, ja, wie macht man das denn? Wir müssen ja parallele Kleingruppenkompetenzen aufbauen, Gruppenleitung und sowas. Da sagten die, keine Ahnung, wissen wir auch nicht. Also, kennen wir nicht. Und so, wirklich, es war so. Ja, okay, ich will noch mal kurz den Kontext. Also wir befinden uns nicht in der Wirtschaftsorganisation, sondern in der Universität. Wir befinden uns in der Universität Frankfurt mit einem frisch finanzierten, gebackenen Tutorenprogramm, was finanziert wurde von der Volkswagen Stiftung. Völliges Neuland, Pionierzeit. Und die Zeit war, die Universitäten explodierten. Es gab einen riesigen Boom an Akademisierung in den 70er Jahren. Genau so. Und daraus die Not, dass letztlich nicht mehr Professoren oder wissenschaftliche Assistenten, wissenschaftliche Mitarbeiter dem Herr werden konnten. Jetzt musste man sozusagen fortgeschrittene Studenten dafür gewinnen, dass die Tutoren werden. Ja, oder frisch examinierte. Und da entstand eine neue Rolle an der Uni. So. Also das war auch eine neue, völlig neue Form, noch an der Uni zu bleiben, ein bisschen Geld zu verdienen und seine Promotion zu schreiben oder sowas. Ah, okay, Tutoren haben damals dafür dann auch Geld bekommen. Ja, die haben Geld bekommen, ja. Das war schon bei mir nicht mehr so. Okay. Ja, genau, ja, das war das. Ja. Aber die mussten halt ausgebildet werden und kein Mensch hatte Ahnung. So, warum ist das in unserem Kontext bedeutungsvoll? Weil die Veranstalter des Tutorenprogramms dann stießen auf in Frankfurt bei einer Erwachsenenbildungseinrichtung, die hieß Seminar für Politik. Es war natürlich Aufbruchszeit und das Seminar für Politik arbeitete gruppendynamisch. Und die sagten, naja, können wir schon mal machen mit euren Tutoren, Jungs, Mädels da. Dann kommt doch mal, dann probieren wir das mal. Und das waren Gruppendynamiker. Mhm. Und dann haben die mit gruppendynamischen Methoden uns vermittelt, wie man Gruppenarbeit machen kann. Mhm. Und das war auch gruseldynamisch, das war sehr klassisch, aber völlig faszinierend. Ja. Also mit den ganzen gruppendynamischen Phänomenen, die man aus der Literatur so kennt, also lange Phasen des Initialschweigens, große Zurückhaltung der Lehrenden, warten auf, was passiert denn jetzt hier und so weiter. So habe ich jahrelang gelernt, wie man mit Gruppen umgeht. Okay. Und das hatte zur Folge, dass wir uns da sehr schnell aufspalteten in Fans und Ablehner. Und ich war Fan dieser Herangehensweise und trat dann dem Arbeitskreis Gruppendynamik im Bildungsbereich bei, den es inzwischen gab. Damit verbanden sich auch Emanzipationshoffnungen aller Art. Es war eine große Aufbruchswelle. Es entstand dann in den nächsten Jahren der sogenannte Psychoboom im Westen. Also man ging auf Selbsterfahrungsgruppen und. Und das habe ich alles wie wild mitgemacht, weil ich völlig fasziniert war, was da möglich war. War wie eine Erwachungsbewegung. Und ja, dann habe ich dazu gearbeitet und habe meine Ausbildung komplettiert. In diesem Arbeitskreis Gruppendynamik im Bildungsbereich. Das war ein großer Verband, vorwiegend von Pädagogen, Psychologen und so weiter. Das Ideal, unser Ideal hieß kollektive Selbstqualifizierung. Also sehr emanzipatorisch und so weiter. Und ja, da habe ich dann gearbeitet und 2 Jahre später musste ich mit meinem Doktorvater an eine andere Uni gehen und traf auf eine Gruppierung dort, die auch sowas machte,
Und wir bauten einen Modellversuch, der hieß Hochschulpädagogische Ausbildung für Hochschullehrer. Mhm. Weil das nächste Phänomen, was kam, es hatte inzwischen eine hochschuldidaktische Arbeit begonnen an deutschen Hochschulen. Es gab hochschuldidaktische Zentren, weil man gemerkt hatte, dass die Qualität des Unterrichtens an der Hochschule einfach unter aller Sau war. Also das heißt, die massenhafte Lehre an Universitäten war ein Ausgangspunkt, also in beiden Universitäten, dass, ja, dass sozusagen Einzelunterricht bzw. pädagogische Konzepte auch für Betriebswirte dann sozusagen genutzt werden. Nicht nur Betriebswirte, quer durch die ganze Uni. Also, ja, und das hieß Hochschuldidaktik. Mhm. Waren große, innovative Sache, und die Tutorenarbeit, die es inzwischen an vielen Unis gab, dockte natürlich an diese hochschuldidaktischen Reformbewegungen. Eine technische Sache, Herr Loss, ja. eine technische Sache. Weil Sie ein Headset haben mit Mikro, würden Sie den Mikroteil so ein bisschen vom Hemd weghalten, weil das stößt dann meistens dort an. Ja. Und wenn Sie das so einfach nur so vor den Mund, das wäre dann... Ja, okay, mache ich so. Super. Jetzt besser, ich hoffe, jetzt ist besser. Ah ja, das... Naja, in dieser Aufbruchsstimmung der 70er Jahre wechselte ich dann von meinem Assistentenjob, den ich dann da an der Uni hatte inzwischen, und eben begleitende Gruppen zur Vorlesung machte und so weiter, wechselte ich in dieses Projekt. Das war ein Projekt der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung. Das hieß Hochschulpädagogische Ausbildung. Und wir versuchten mit den gleichen Verfahren, also Gruppendynamik, Selbsterfahrung, personenzentrierte Arbeit, Hochschullehrern das Lehren beizubringen. Mhm. Und damit war ich im Geschäft. Mhm. Weil das, was wir da taten, machte ziemlich viel Aufsehen. Mhm. Und dann gab es einen Spiegelartikel über uns. Mhm. Und dieser Spiegelartikel führte dazu, dass wir uns selber damals erstaunt, dass wir angefragt wurden von allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, die sagten, diese Probleme haben wir auch. Mhm. Also, dann kamen die Ausbilder der Berufsausbildung und sagten, wir haben ein Problem, Mädchen in Männerberufen. Wir haben inzwischen Damentoiletten gebaut, aber damit ist das noch nicht getan, weil unsere Ausbilder können aus einer Männerwelt kommend, können mit diesem langhaarigen Wesen überhaupt nicht umgehen. Könnt ihr uns helfen? Das klingt ja durchaus bekannt aus den jüngeren Jahren, dass diese Problematik ja heute auch wieder auftaucht. Ne? Dass einfach junge Generation für die erfahrenere Generation ein gewisses Unverständnis da ist. Und die Ausbilder aus der Männerwelt, Lehrwerkstatt, kann man sich vorstellen, plötzlich sind da Mädchen. Ja. Völlig verunsichert und muss nicht. Und zwischen Ritterlichkeit und normaler Rumschnauzerei wussten die sich nicht zu verhalten. Da gab es ein Ausbilderförderungszentrum, und die kamen, hatten auch keine Pädagogik dafür und kamen zu uns, weil sie irgendwie von uns gelesen hatten, dass man mit personenzentrierten Verfahren und so weiter arbeiten kann. Und dann kamen die Kultusministerien und sagten, könnt ihr nicht für unsere Lehrerfortbildung auch mal sowas machen? Mhm. Und. So, das heißt, wir waren sehr gefragt. Wir sind inzwischen 1980. Und ich habe das gemacht, habe meine eigene Fortbildung selbst gestrickt, pionierhaft weitergetrieben, und habe mich dann 1980 selbstständig gemacht, wurde Freiberufler. Mhm. Und habe angefangen, unter anderem mein Brot- und Buttergeschäft war Verhaltenstraining für Führungskräfte. Mhm. Ich bin rumgetingelt und habe Kommunikation 1, 2, 3, Motivation A, B, C, führen und motivieren und so weiter getingelt. Mhm. Und sehr personenzentriert gearbeitet. Ja, also wenn ich das so jetzt nochmal im Überblick
mir wachrufe, ist sozusagen zunächst mal gruppenorientiert Fortbildung organisiert werden müssen, weil einfach ganz viele Leute da waren. Und das war ein gesellschaftlich weites Phänomen. Das klingt erstmal nach Seminaren, das klingt nach Gruppen, pädagogischen Herausforderungen, sozusagen noch gar nicht auf Einzelne bezogen. Das scheint dann später erst noch eine Entwicklung zu sein. Dass das man kommt jetzt. Das ist, denn das ist der nächste Entwicklungsschritt. Aber hier lässt sich das erste Lernen für die Entwicklung von neuen Verfahrensmustern in der Gesellschaft. Wir haben experimentiert und darüber geredet. Wir haben verrückte Sachen gemacht und darüber berichtet und geschrieben. Wir sind immer der Saugspannung der Adressaten gefolgt. Ich will jetzt nicht sagen des Marktes, sondern der Adressaten. Das heißt, es kamen Leute und sagten, was ihr da macht, ist irgendwie rätselhaft und komisch und seltsam, aber es klingt vielversprechend. Könnt ihr bei uns auch mal mit uns reden? Und wir haben immer Ja gesagt, wenn solche Leute kamen. Und wir hatten überhaupt keine Angst, Pioniere, völlig unbefangen und naiv natürlich auch, hinzugehen, eben zu den Ausbildern. Ich hatte noch nie eine Lehrwerkstatt von ihnen gesehen. Und zu den Lehrern, ich hatte noch nie von Lehrerfortbildung gehört. Und plötzlich saß ich beim niedersächsischen Kultusministerium in einer Lehrerfortbildungseinrichtung in einem Kreis und arbeitete personenzentriert und gruppendynamisch mit Lehrern. Herr Loth, wenn Sie von wir sprechen, wen meinen Sie damit noch? Wer war da noch dabei? Das war eine kleine Gruppe von sozialen Pionieren, sehr interdisziplinär. Das waren also viel ging um diesen Arbeitskreisgruppendynamik im Bildungsbereich, aber eben auch sonst verschiedenste Praxisleute, zum Teil international, die da experimentierten entlang einer Problemlage, die manifest geworden war. In dem Fall die Uni, aber nach der Uni kamen eben auch viele andere, die auch ganz handfeste Sorgen und Probleme hatten. Und es ging darum, wir haben versucht, uns mit der Problemlage auseinanderzusetzen. Das heißt, wir sind damals schon nicht missionarisch unterwegs geworden, sondern neugierig. Ah, ja. Und von denjenigen sind dann auch welche später im Coaching sozusagen bekannt geworden oder sind sie dann wirklich kam jetzt. Wir haben Management-Training gemacht, personenzentriertes Management-Training. Und was jetzt passierte, war Folgendes. Da brach bei den Teilnehmenden 15 Ingenieure sitzen da rum und denken, sie kriegen jetzt irgendwelche Sozialtechnologien beigebracht. Und wir haben gesagt, ja und, wer bist denn du und was willst du denn hier? Also ein bisschen provokativ und so. Haben mit denen eben personenzentriert gearbeitet und da brach ziemlich viel auf. Und dann passierte Folgendes, und das ist wichtig, das habe ich erst ungefähr 57 Mal erzählt. Die kamen abends nach dem Abendessen im Seminarhotel zu uns und sagten, ich wollte das in der Gruppe nicht ansprechen, aber bei mir passiert so viel im Kopf und im Bauch und kann nicht nochmal mit ihnen reden. Kein Mensch kannte den Begriff Coaching. Ja. Aber es war ein neuer Bedarf aufgetaucht. Und ich und die wenigen Kollegen, die da ähnlich unterwegs waren, waren eine Clique, eine Szene, nannten wir das. Eine Szene von experimentierfreudigen Menschen. Wir sind denen gefolgt und haben gesagt, ja, schauen wir mal. Und haben uns abends mit denen bis Mitternacht zum Teil hingesetzt und gesagt, erzähl mal, was ist denn los? Und dann kam das ganze Elend der damaligen Beruflichkeit von Führungskräften auf den Tisch. Und damit eine Arbeitsform. Wir haben faktisch, würde man heute sagen, gecoacht. Wir hatten keine Ahnung, dass wir coachen und wir wussten nicht, wie man das macht und so. Verstehen Sie, das Einzige, was man kannte, war Psychotherapie, aber man kann ja nicht einen Ingenieur von Siemens in eine Psychotherapie schicken, nur weil der sich unglücklich fühlt, Orientierungsprobleme hat, nicht weiß, wie er mit dem Stress zurechtkommen soll und, und. Das war, da scheint sich auch, wenn man das jetzt so
aus der Vogelperspektive anschaut, wenig geändert zu haben. Aber dieser Bedarf, der war für Sie damals völlig neu, dass es das geben völlig müsste. Neu. Ja. Aber wir hatten durch unsere Art und Weise, wie wir Seminare machten, eben ein Stück personenzentriert, was heute selbstverständlich ist, haben wir da etwas aus der Latenz geholt und manifest gemacht an Bedürftigkeit und die wurde, jetzt kommt ein neuer Begriff, besprechbar. Und wir sind relativ frisch an die Situation gegangen und sagten, naja, dann reden wir mal drüber. Also das heißt, wir haben es in die Besprechbarkeit geholt. Dann kam die Frage, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wir konnten diese Leute ja nicht in unsere Lernzirkel, die wir hatten, einladen. Das waren nämlich Lernzirkel, wo Leute in lila Latzhosen in alternativen Zentren auf Matratzen saßen und versuchten, etwas zu lernen. Also, wir reden immer noch 80er Jahre. Ja. Vielleicht noch mal kurz die Situation am Abend eines Seminars, wo Gruppenmitglieder dann kommen und sagen, ich habe einen Bedarf zu reden. Das ist ja durchaus heute auch so. Aber ich versuche mir vorzustellen, wenn Sie damals gesagt hätten, kann ich selbst nicht bedienen, was wäre ein guter Rat? Also es wäre nur Therapie, habe ich gehört, wäre jetzt so eine Anlaufstelle für ein Gespräch gewesen. Genau. Und ansonsten gibt es keine irgendwelche, die wir kannten, Psychoveranstaltungen. Ja. Aber das war eine Gegenwelt zur Welt von Führungskräften in großen Firmen. Und in Organisationen war es sozusagen üblich oder ganz unüblich, dass also weder Führungskräfte noch Personaler noch Betriebsrat oder sonstiges als Ansprechpartner hätte für solche persönlich professionellen Probleme, gab es gar nicht. Genau. Ja. Okay. Aber es gab Inseln, wo ebenfalls mit sowas experimentiert wurde und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was kann man da machen? Und dann haben wir gesagt, naja, dann schicken wir die Leute doch nicht mehr ins Hotel auf Seminare, sondern ihr kommt in die Organisation und ihr arbeitet in der Organisation mit der Organisationsfamilie, also mit Abteilungen und so weiter. Ja. Dann kriegt ihr das einen Namen, wir nannten das erstmal Arbeit mit Organisationsfamilien und dann wurde der Begriff Workshop geboren. Wieso Familien? Also Organisationsfamilien, das habe ich... Es ist eine Metapher, weil das waren die überschaubare Nahwelt in Teams und Gruppierungen und Abteilungen, wo es klemmte, Konflikte, Ärger, Missverständnisse etc. Weil die personenzentrierte Arbeit erzeugte ein Transferproblem. Die personenzentrierte Arbeit im Seminarbetrieb eines Seminarhotels erzeugte für die armen Menschen ein Transferproblem, weil sie sagten, ja, es war toll, jetzt 3 Tage im Hotel und ich habe mich mit denen so gut verstanden und toll und super. Ich kann meiner Frau davon erzählen, aber das kann ich doch im Betrieb nicht anwenden. Nach dem Motto, jetzt atmen wir erstmal tief durch. Oder so. Ja, die erklären mich doch für verrückt. Das nannte man ein Transferproblem. Also sind wir in die Organisation gegangen. Ja. Und wir sind für diese Einzelgespräche haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, was kann man da machen? Und da ist zum ersten Mal der Begriff Coaching aufgetaucht. Dann habe ich im Manager-Magazin im Jahr 1986 den allerersten deutschsprachigen Artikel über Coaching geschrieben. Wie kam aber zu dem Begriff Coaching, also den man damals wahrscheinlich eher aus dem Sport kannte? Oder? Genau, nur aus dem Sport. Wir haben einfach so geguckt. Ich meine, wir hatten natürlich ein bisschen in der Fachliteratur, Amerika und so weiter. Das gab es ja. Und wir haben gesagt, naja, das ist ein Begriff, der ist anschlussfähig. Ja. Weil Sportwelt ist eine naheliegende Metapher auch. Optimierung, Verbesserung, spielerisch. Genau, besser werden, schneller, höher, weiter, das passte in die Denkwelt von Führungskräften. Und da habe ich den genommen. Später habe ich mich darüber bitter beklagt und gesagt, dieser Begriff ist einfach völlig blöd, weil es beim Coaching geht es um Selbstreflexion und nicht um Leistungssteigerung.
Aber er war da, er ist... Es war das Vehikel, das gegriffen. Trojanische Pferd. Als Vehikel, genau. Und er hat gegriffen und es ging schnell ab. Und wir haben Learning by Doing, die Verfahrensmuster des Coaching. Also das, was heute tausendfach als Coaching-Tools und so weiter rumliegt, das haben wir damals selber erfunden, Stück für Stück. Wir haben geklaut. Wir haben geklaut bei den Familientherapeuten. Wir haben geklaut in der Erwachsenenbildung, also Training. Wir haben geklaut in der normalen Psychotherapie natürlich. Viele von uns, ich auch, hatten eine Therapieausbildung. Ich habe 78 bis 82 eine Gestalttherapieausbildung gemacht. Aber wir waren an der Stelle, das war das Grandiose, wir waren halt Pioniere. Wir waren in unzivilisiertem Gelände unterwegs, sozusagen im jungfräulichen Schnee haben wir gespurt. Aber gelegt. Herr Loos, das klingt ja so, als wenn in den Unternehmen es hauptsächlich Menschen gab, die sie mit offenen Armen empfangen haben, dass sie therapeutische Konzeptionen in Einzelgesprächen angeführt haben. Und nicht mit offenen Armen im Sinne einer grandiosen Großbewegung, sondern das waren, in manchen großen Firmen gab es interne Bildungsabteilungen und das waren Kollegen und die saßen auch im Arbeitskreis Gruppendynamik im Bildungsbereich und die trafen sich mit uns auch auf den Treffen. Ne? Es gibt einen berühmten Aufsatz über das Meeting der Hofnarren. Da waren Leute da, die heute berühmte Coaches sind in Deutschland. Ich auch, ne? Ich habe das mit organisiert. Und wir haben uns zusammengesetzt, was machen wir damit? Wie macht ihr das denn? Also ja, so, wir haben uns einfach szenemäßig getroffen. Also wer war mit dabei sozusagen als Hofnarr bei dem Treffen? Ja, zum Beispiel Uwe Böning war damals schon dabei. Mitte der 80er Jahre, ne? Leute aus, ja, und dann haben Leute aus Österreich, von einem großen Management-Institut, vom Hermstein-Institut in Wien. Die haben dann darüber geschrieben, berichtet. Aber das war natürlich eine Pionier-Scout-Vorläufer-Gruppe, gesellschaftlich gesehen. Eine Szene eben. Ja? Und die erste offizielle Literaturverlautbarung war wirklich dieser Aufsatz, und der hieß Partner in dünner Luft. Manager Magazin, August 1986. Also das sind Pionierphasen. Und wenn ich jetzt auf die Mediation gucke, dann ist mein Eindruck, dass die Mediatoren keine abenteuerliche, heftige Achterbahnfahrt von Pionierphase sich geleistet haben. Das wäre eine mögliche Hypothese. Ja. Ich hatte auch viel mit Mediatoren und so weiter zu tun. Und vielleicht war die Welt schon zu weit fortgeschritten, als die Mediatoren auftauchten. Ja, also ich finde das eine interessante Überlegung zu gucken, was ist die Pionierphase der Mediation und was haben die sich für Partys geleistet, so in irgendwelchen Hinterbüro. Ich glaube, da gibt es einige. Aber was einen Unterschied macht, der mir jetzt so ganz spontan kommt, ist, dass halt diese Idee der Konfliktbearbeitung auf große, etablierte Verfahren stieß, die dann sich jetzt natürlich heute auch verbunden haben. Also Stichwort Anwaltschaft, Gerichtsverfahren. Genau. Und wir sind mitten in der Bürgerlichkeit. Ja. Ja, das ist, also da gibt es eine Verbindung und eine Kollegialität, die sich im Coaching so gar nicht entwickeln konnte, weil es da niemanden gab, der dieses Thema schon vorher bearbeitet hat auf seine Art und Weise. Genau, wir waren eine kleine radikale Minderheit und so haben wir uns auch verstanden. Aber vielleicht fällt mir jetzt ein, gab es denn aus therapeutischen Gruppierungen
so eine Vorstellung von, hey, was ihr da macht, das steht eigentlich uns zu und ihr therapiert da so ein bisschen rum im Büros, lasst das lieber, schickt die lieber zu uns in die Therapiezimmer. Ja, das kam, so rum nicht. Also erstmal kam die Berührungsfläche mit den Therapeuten, abgesehen von sehr vereinzelten Dingen. Also wir waren ja die meisten von uns auch in der Therapieszene unterwegs und lernten TA und Gestalt und so weiter. Mhm. Aber die Therapeuten mussten dann in den späteren Jahren, so Anfang der 90er, für sich klären, wie stehen sie zum Coaching. Dann gab es in der Gestalt zum Beispiel einen Beratungszweig, Gestaltberatung. Mhm. Mhm. Die DGTA hat das ja auch gemacht. Dann. Genau. Ja. Heftige Kämpfe in der das dürfte in den Therapieverbänden, heftigste Kämpfe in den Therapieverbänden. Die Analytiker, die DRGG, Deutsche Arbeitskreis für Gruppendynamik und Gruppenpsychotherapie, heftige Kämpfe. Mhm. Ich weiß es deswegen, weil ich zum Teil dann schon von denen gefragt wurde, ob ich ihnen nicht helfen könnte. Mhm. Beraterisch, sozusagen supervisorisch mit den heftigen Kämpfen zu arbeiten oder das zu besprechbar zu machen oder so etwas. Überall. Und natürlich die sehr schnell einsetzende Diskussion, was ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Ja. Eins der Standard- und Dauerthemen im Coaching. Also Parallele Klärung, zur Mediation. Abgrenzung, Klärung, sozusagen, wo sind die Grenzen und wie verlaufen die und wie geht das und so weiter und so weiter. Mhm. Und ja, so ging es weiter. Also aus diesen frühen Jahren kann ich sagen, das hatte eine unbändige Energie und war sehr in Tune mit gesellschaftlichen Aufbruchbewegungen, die da liefen. Also die alternative Szene. Könnt ihr nochmal das Mikro? Nochmal wieder sagen vom Herrn. Genau. Ja. Die alternative Szene, die es im Westen gab, und natürlich der aus Kalifornien rüber schwappende Psycho-Boom aus der Hippie-Bewegung und so weiter. Also wir surften auf einer Welle von Aufbruch. Ja. Und das ist natürlich später dann nicht mehr ganz so gewesen. Da sind wir jetzt in den... Kommen wir in die 90er Jahre rein. Also wir kommen in die 90er Jahre, genau. Ja. Ich habe 91 ist mein Buch erschienen. Mhm. Ich weiß noch, wie heute. Ich kriegte dann, nachdem das Buch erschienen war, ein paar Wochen später einen Anruf von vom Büro eines Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Unternehmens, der sagte, dann habe ich durchgestellt zu dem Vorstandsvorsitzenden, ein berühmter Manager, und der sagte, ja, ich habe mir das mal angeschaut, das klingt ja interessant, ich würde mich gerne mal mit Ihnen treffen. Mhm. Und dann trafen wir uns, wie bei einem Geheimtreffen, im Salon, angemieteten kleinen Salon eines sehr, sehr teuren, sehr exklusiven Hotels. Keiner wusste was davon, dass wir uns da trafen und weswegen. Und dann haben wir angefangen, Coaching zu machen. Mhm. Und ich habe dann viele, viele Sitzungen mit diesen Menschen gemacht. Es war mein erster prominenter Kunde. Mhm. Und das hat sehr, sehr, sehr dazu beigetragen, weil der erzählte in seinen vertrauten Kreisen davon. Ja. Mhm. Und dann geht das gab es vielfach. Das haben andere Kolleginnen und Kollegen aus der frühen Pioniergeneration natürlich auch erzählt. Und dann haben wir diese Phase des Einfachmachens gehabt. Wieder der Begriff Saugspannung von den Adressaten her. Also neugierig zu sein, wo sind die und was brauchen die? Nicht hinzugehen und zu sagen, wir haben hier was. Überhaupt nicht, sondern die kommen.
Okay, ich will kurz auf den Punkt, Sie haben das Buch 91 veröffentlicht. Sie haben es also sozusagen Anfang der 90er, also wahrscheinlich 90 oder 89 geschrieben. Ja, also und so wie ich das gerade gehört hatte. 86 den Aufsatz und dann 90 habe ich das Buch geschrieben, 91 war es draußen. Und das klang für mich jetzt gerade so, als wenn das in den 80er Jahren die Welle kam, Sie angefragt wurden, aus dieser hochschuldidaktischen Arbeit auszugreifen in die betriebliche Bildung. Das klingt dann so, als wenn so ein bisschen die Welle abebbte und Sie Zeit hatten, ein Buch zu schreiben und dann sich ein völlig neuer Anfragemarkt, eine völlig neue Saugbewegung entstanden ist. Genau so war das. Und das Buch ist ja immer noch auf dem Markt, was ja nicht so häufig ist. Obwohl es natürlich längst seit Dekaden überholt ist und so weiter. Aber es wird immer noch gedruckt. Ja, ich glaube, es ist in der zigsten Auflage. Und ja, sowas. Ne? Also Verlagswechsel inzwischen und so weiter. Obwohl es viel toller und bessere und natürlich entwickeltere Bücher gibt. Aber damals war das für Leute wirklich, da passte was. Mhm. Das war eine Antwort auf eine latente Frageposition, die es in vielen Ecken der Gesellschaft gab. Und ich habe ja dann viele Jahre auch Coaches ausgebildet und ich habe denen immer gesagt, werdet nicht zum Missionar. Kommt nicht, also was man im Marketing Push und Pull nennt, geht nicht mit einem werblichen, missionarischen Push-Angebot auf Leute zu und sagt, hey, und wollt ihr nicht, und ich habe da was, und es ist ganz gut. Toll. So. Ja. Ja. Ja, sondern wartet, guckt, wo die Saugspannung ist. Mhm. Ja, Herr Loth, Anfang der 90er, ich meine, das war dann auch, also für mich jemand, ne, der aus Ostdeutschland kommt, war das natürlich eine Umbruchszeit, aber auch sicherlich für die Wirtschaftslenker und Wirtschaftsentscheiderinnen in den westdeutschen Firmen und Organisationen. Ja. War das ein Punkt, der in diesen frühen wirtschaftsorganisationsnahen Coachings eine Rolle spielte? Wir wissen jetzt gar nicht mehr, was wir machen sollen, wo wir was anpacken sollen, es gibt so viel zu tun. Oder war das eine rein persönliche Drucksituation dieser Vorsitzenden und so? Eine rein persönliche Drucksituation nach dem Motto, mein Team und ich, der schwierige Mitarbeiter und ich, ich. Also will ich das noch? Ist das noch meins? Ja. Wie kann ich das machen? Möchte ich nicht lieber rausgehen, was anders machen und so weiter? Mhm. Wir haben dann auch viel experimentiert. Ne? Ich habe weiterhin immer noch in hochkarätigen Programmen Management Development gemacht, wie das dann hieß, also Führungskräfteentwicklung. Und eine Form war, damit haben wir experimentiert, dass die Leute als weiteren Lernort neben den Meetings, Seminaren sozusagen und den Projekten, die die machen mussten in der Führungskräfteentwicklung, einen Coaching-Gutschein kriegten. Mhm. Die kriegten einen Gutschein für 3 Sitzungen und die konnten sich selber aussuchen bei einer ganz handverlesenen kleinen Runde von Coaches. Ich war auch einer davon. Und dann kamen die. Also ein bisschen Werbung ist schon erlaubt. Also so ein kleines Anfüttern. Ja, aber das war genau ein Anfüttern. Also wir haben die wirklich angefüttert, aber die mussten nicht. Mhm. Und manche haben gefragt, wenn das Programm vorbei ist, wie lange hat er seine Gültigkeit? Kann ich den auch in 2 Jahren noch nutzen? Mhm. Haben wir gesagt, ja, okay. Frühe Form also des Coupons. Gutschein nicht, die Firma hat das bezahlt und bekam. Und manche natürlich, die Pioniere unter denen und Early Adopters und neugierigen Leuten, die haben gesagt, ja, na, toll, wunderbar und so. Und andere kamen und wirklich erst nach Ende des Programms und sagen, so langsam habe ich kapiert, was man
da zum Thema machen kann. Also die Unerfahrenheit mit Besprechbarkeit. Ja, denen sagen zu können, im Coaching können wir über alles reden, auch über dein Schwulsein als Führungskraft. Das, also es gab sozusagen das Angebot, aber keiner hat es für möglich gehalten, dass es wirklich besprechbar ist. Genau, genau das. Mhm. Und da sind die aufregenden Entwicklungspunkte. Das heißt, das Coaching wurde dann ein Lernort. Was war in dem Punkt, also wenn ich auch das Beispiel oder dieses Niveau von Themen nehme, was dann besprechbar wurde, was vorher die Personen keinesfalls auch irgendwo auch nur angesprochen hätten. Was wurde da gelernt? Also wurde gelernt, dass ich drüber sprechen kann, dass es Leute gibt, die auch Bedeutung haben und die da nicht ausrasten oder Unverständnis zeigen? Oder was war der Punkt, wenn Sie sagen, das wurde ein Lernort? Also das wurde erstmal ein Lernort entlang des Gebotes, die Führungskraft ist als Person ihr eigenstes, wichtigstes Instrument. Also eine Resubjektivierung. Das ist sozusagen der pädagogische Jargon jetzt dafür. Ja. Führungskräfte sollten lernen, das war auch in den allermeisten Bildungsabteilungen klar. Ich bin derjenige, es geht nicht um Techniken und Methoden, wie man das früher gemacht hat, also sagte, oh, die Führungskräfte brauchen soziale Kompetenz, jetzt üben wir den kontrollierten Dialog oder sowas. Ne? Sondern es wurde klar, die Führungskraft ist als Person ihr wichtigstes Instrument, also macht es Sinn, dass die Führungskraft sich selber gut kennenlernt. Also, und damit entstand die Notwendigkeit und auch der Reiz, in einer hochgeschützten Situation Besprechbarkeit herzustellen und zuzulassen. Und auch die großen Fragen, die wir auf unseren Kongressen dann besprachen, war, wenn die Firma das Coaching bezahlt und die Führungskraft will ein Coaching haben zu der Frage, ob sie bei der Firma noch richtig ist, darf der Coach das machen? Und wir haben immer gesagt, ja, selbstverständlich. Denn entscheidend ist Primat des Klienten, die Firma bezahlt, aber sie bestimmt damit nicht, was für eine Musik gespielt wird, sondern sie hat keine Ahnung, was gespielt wird und muss es aushalten. Und weil die Person das Entscheidende ist. Ja. Und damit so eine frühe Form des, also das Coaching wie ein Feedback für den Umgang mit Mitarbeitern ist, ohne dass die Inhalte bekannt werden. Genau. Und das lief eben unter dem Stichwort Resubjektivierung. Also Personen werden wichtiger. Habe ich mal auf der Messe in Hannover irgendwann Mitte der 90er einen Vortrag gehalten bei Hewlett Packard. Personen werden wichtiger. Das war die Formel. Und was die Coaching-Szene dann gemacht hat, war vergleichsweise spät eine Konferenz zu machen. Die erste Coaching-Konferenz. Vergleichsweise, welcher Vergleich? Also wenn Sie sagen vergleichsweise spät, im Vergleich zu was? Im Vergleich zu anderen Pionierbewegungen, die langsam in die Pubertät gekommen waren und dann schnell große Treffen machten. Ah, okay, also die Bundesverbände. Also Verbandsgründung und so. Aber dann ging das alles relativ schnell in allen Ländern. Und die Verbände haben zum großen Teil doch hochreflexiv nichts ausgeblendet an zu klärenden Fragen, die nicht klärbar sind, aber immer wieder auftauchen. Also Grenze zur Therapie oder Dreiecksverhältnisse mit den Firmen, wo gehört die Loyalität hin? Und also professionsinterne Fragestellungen, die wurden da auch offen
und heftig besprochen. Ne? Wie zum Beispiel jetzt die ganze Frage Klärung der Coaching-Plattformen, digitalen Coaching-Plattformen. Wie stehen wir dazu? Wie finden wir das? Und so weiter als Beispiel. Ja, das ist in der Mediation genauso das Thema. Also Professionalisierung, Standardisierung etc. Ja. Genau. Ja. So. Ja, und dann muss man natürlich sehen, Coaching hat, das hätte was mit Marketing zu tun, eine Story gehabt, die es zu erzählen galt. Und die wurde von den verbürgerlichten Gazetten der Szene, also Manager-Magazin, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, wie sie alle heißen, alles immer wieder auch aufgegriffen, auch immer wieder mal mit dem Unterton, was soll der Unsinn, bringt das überhaupt was, aber auch wieder mit der Berichterstattung darüber, dass das was bringt und dass da was entsteht, was irgendwie wichtig und nützlich ist. Mhm. Also Manager Magazin hat dann, was auch Mitte der 90er oder um 2000 rum, mal einen Bericht gebracht, da war ich dann auch wieder drin, die nannten das der Rat der Leisen. Mhm. Mit dem Wortspiel eben nicht der Rat der Weisen, sondern der Rat der Leisen. Also nicht laut, nicht vordergründig, nicht werblich, sondern zurückgenommen, diskret. Man muss schon fragen, wenn man einen Rat haben will. Geschützt. Mhm. Man muss fragen. Ja. Ja? Also mein Satz, den ich im Buch auch geschrieben habe, damals ging dann so überall rund, der hieß, die Wege zum Orakel müssen beschwerlich bleiben. Mhm. Bevor das ist Teil des Verfahrens. Ja. Herr Loos, wenn ich die Parallele wieder zur Mediation aufgreife, weil in der Phase dürften wir gerade mit der Coaching-Entwicklung sein, war in der Mediation ein starkes Bedürfnis oder auch eine Gefahr, je nachdem, wie man das alles betrachtet, das ist, also in der Mediationsszene war das ja eine Anforderung der Europäischen Union, dass es ein Gesetz gibt. Das Mediationsgesetz ja nicht aus sich heraus in Deutschland einfach sich entwickelt hat, sondern das war eine Umsetzung einer Richtlinie. Gab es im Coaching aufgrund der Vergesetzlichung von Therapie, von ärztlichen Approbationen, jetzt im Gesprächspsychotherapie, irgendwelche Situationen, dass die Gefahr oder die Hoffnung auf ein Coaching-Gesetz mal virulent war, dass die debattiert wurde? War das überhaupt ein Thema mal gewesen? Nicht sehr, aber wenn es zum Thema wurde, wir waren uns alle immer einig, wenn wir uns auch sonst gestritten haben, wir waren uns immer einig, um Gottes Willen, bloß nicht. Mhm. Mhm. Wir wollen keine Regelung. Ja. Das war das Konsens sozusagen, oder? Konsens. Die Regelung machen die Verbände unter sich, also eher das Kammerprinzip. Ja. Ja, da trennen sich Wege im Vergleich von Mediation und Coaching. Na, weil die Gesetz heißt immer Verbürgerlichung und Erstarrung und so weiter. Und wir verstanden uns viel stärker und verstehen uns nach wie vor bei aller Kodifizierung, die jetzt natürlich gelaufen ist auch und so, aber eben nicht gesetzlich, sondern durch die großen Firmen und so weiter und so weiter, Coaching-Pools, das sind ja zum Teil wahnwitzige, auch idiotische Sachen, die da laufen, bis man in so einen Coaching-Pool reinkommt oder so. Mhm. Auch schlimm genug. Das alles eher nicht, weil wir kamen aus einem anarchistischen Grundverständnis. Ja, das klingt ganz danach. Das klingt ganz danach. So. Genau. Ja, also auf dem ersten Coaching-Kongress in Wiesbaden hat dann ein Kollege den Satz gesagt, der dann in die Folklore einging: Wir sind die Putzerfische am Arsch der großen Haie. Das war das Bild. Und es schien nicht so zu sein, dass es eine Beschwerde war, sondern eher
Ja, eine Selbstglorifizierung. Ja. Ja, ja. Mhm. So. Und das ist auch gut so. Also wir hatten natürlich sehr viel stärker ein anarchistisches Grundverständnis und gucken immer noch, auch heutzutage, mit Argusaugen drauf, dass das nicht zu verregelt und verbürgerlicht wird und so weiter und so weiter. Weil das wissen wir ja, gesellschaftliche Systeme haben die Eigenschaft, sich zu verregeln und damit dem Erstarrungstod entgegenzudriften. Mhm. Und das ist bei der Mediation natürlich sehr früh passiert. Mhm. Und damit gab es, da gibt es keine Geschichten mehr zu erzählen. Mhm. Also, verstehen Sie, wenn Sie gucken, in der Soziologie gibt es diesen Begriff der Sozialfigur. Sozialfigur heißt, das sind gesellschaftlich etablierte Figuren, unter denen man sich was vorstellen kann. Mhm. Wenn ich sage, ein Richter, dann haben alle Menschen dazu Bilder, sei es aus Fernsehshows, Gerichtsverhandlungen oder sonst woher, aus amerikanischen Filmen oder so. Wenn, es gibt neue Sozialfiguren, die sehr schnell sehr bekannt geworden sind. Nehmen Sie was, was ich. Jeder weiß, fast jeder, abgesehen von manchen Rentnern, weiß, was eine Influencerin ist. Mhm. Und wie die arbeitet. Wie haben die Influencerinnen das geschafft? Mhm. Die haben das anschaulich gemacht. Das heißt, sie haben eine Story. Ja. Also wie die arbeiten, wissen, glaube ich, die wenigsten. Aber was sie für eine Wirkung haben, das wissen die meisten. Was sie für eine Wirkung haben, aber es gibt Bilder dazu. Das ist halt in die Profanität des Alltags eingesickert. Mhm. Wenn Sie auch in Leipzig rumgehen und fragen, mal, was macht ein Mediator? Wie sieht der aus? Wie sieht seine Werkstatt aus? Und so. Mhm. Da ist nicht das viel. Ist ein Punkt. Das ist tatsächlich ein Punkt, dass man nicht genau weiß, bei dem Wort, wer kommt da auf mich zu? Ja. Genau. Ja. Wenn Sie sagen, was macht eine Domina, hat jeder ungefähr eine Vorstellung aus irgendwelchen einschlägigen Filmen. Gut, aber das ist ja auch das älteste Gewerbe der Welt. Also. Ja, eben. Okay. Klar. Ja. Oder ein Schmied oder die Handwerksberufe oder so irgendwas. Aber eben auch jüngere Sozialfiguren haben es zum Teil gut geschafft, bekannt zu werden oder eine visuelle Masse bei der Bevölkerung zu erzeugen, weil es eben eine Story gibt. Mhm. Aber die Gemeinsamkeit, diese ganzen Beratungsformen, die wir jetzt so genannt hatten, von Coaching auch, die auf dieser Welle ja sozusagen mitgeritten ist, auch die Mediatoren, die in den 80ern mit der Idee des Beratens ohne Ratschlag, ne, das nicht, ich sag dir, wie es geht, sondern wir finden im Gespräch raus, wie du es für dich passend machen könntest. Genau. Das ist ja, würde ich jetzt sagen, immer noch etwas Kontraintuitives, wenn man Hilfe bedürftig ist, wenn man sucht, wenn man ein Problem lösen will. Da würde ich sagen, da weiß noch niemand, auch in Dortmund, Hamburg und Berlin, so ganz auf die Schnelle, wie schaut die Werkstatt aus, das Office oder sonst wie von jemandem, der sowas anbietet. Genau, immer noch nicht, aber sehr viel mehr. Also der Begriff Coach kann jetzt in einem normalen Publikumsfilm, Krimi, im Fernsehen fallen. Und das führt, was, wie, sondern, Coaching, ne? Coach, ne? So. Klischees und natürlich Verzerrungen, aber das ist da. Ja. Und das ist bei Mediationen nicht. Gibt es zum Beispiel, berühmte gewordene Mediationsgeschichten? Ich kenne keine. Ja, es gibt eher berüchtigte. Ja. Genau, also Frankfurter Flughafen. Ja, genau. Stuttgart 21, dann sagen alle natürlich, aber das war keine Mediation. Dennoch ist es einfach die große Geschichte. Ne? Und
nicht immer von Erfolg gekrönt, ja. Genau. Und da sitzt eine bestimmte Schwierigkeit, ne? Also auch in der Literatur. Ich weiß nicht, wie das in der Mediationsliteratur ist. Gibt es Geschichten, Fallgeschichten, natürlich anonymisiert und so weiter, wo Mediationen sich wechselseitig erzählen, was sie tun und wie sie es machen. Ja, ja. Mittlerweile ist das tatsächlich, gibt es das nicht in dieser Breite, also das ist eine zeitliche, da sind wir glaube ich in der zeitlichen Phase, wo das gemacht wird, wo Mediatoren auch anfangen, sich zu zeigen. Aber ich finde, das passt zur Ausgangsthese. Das braucht erst eine gewisse Enttäuschungserfahrung, ehe das gerade wo Themen wie Vertraulichkeit im Verfahren so hochgehalten wurden, als dass das dann generell nicht drüber erzählt wurde. Mittlerweile ist das schon im Wandel. Aber zugegeben und bin ich ganz bei Ihnen, das ist noch nicht in dem Sinne. Die andere Frage ist, was ist der Archetyp für Mediatoren? Also da könnte ich jetzt mehreres nennen. Ich würde sagen, Hebamme, Sokrates sind, also da gibt es innerhalb der Mediatorenszene schon viele Anknüpfungspunkte, auch im Thema so Storytelling. Aber es ist nicht ausgegriffen, natürlich in Bevölkerungsschichten, die mit Mediatoren noch nichts zu tun hatten. Und die sind halt sehr groß. Nur, aber in den Archetypen liegen die Geschichten. Mhm. Und Geschichten sind die erste Stufe, wie Menschheit Orientierung produziert. Mhm. Na, also unser beim Coaching ist das ja, sind das die Schamanen und Orakel. Mhm. Und da gibt es endlose Geschichten. In allen Kulturen. Ja, ich habe das hier mit Professor Heiko Wandthoff, der dieses wunderbare Buch Geschichte der Beratung geschrieben hat, behandelt, dass das Orakelwesen so der Ausgangspunkt war. Bei der Mediatorenszene ist es tatsächlich noch nicht so fokussiert und auch nicht natürlich als Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Aber man kann sich welche sozusagen besorgen Geschichten. Sie wurden hin und wieder dort und hier mal erzählt, aber nicht in einer allgemein anerkannten Sprache oder auch, dass das dann einfach hochploppt, wenn man danach fragt. Ja, ja, genau. Und das sind aber Formen, das wären im Laufe der Zeit hoffentlich zu verzeichnende Formen, wie Mediation einsickert in das Alltagsbewusstsein von Bevölkerung. Ja, sodass auch der Mediator zu einer Sozialfigur wird. Mhm. Ja, also wenn ich dem so lausche und nachgehe, dann sehe ich tatsächlich eine Schwierigkeit für Mediatoren und ich will das wirklich nur als Erklärung nutzen und gar nicht als Entschuldigung, dass starke Berufsgruppen in der Mediationsszene zusammenkommen, die alle ihre eigenen Identitäten mitbringen. Eben. Das sich verschmilzt zu einer Geschichte, die man sich gerne erzählt, also die man sich untereinander auch gerne erzählt und die man gerne zuhört, das braucht noch ein bisschen. Ich glaube, es gibt Geschichten, die hört man untereinander nicht so gerne. Es ist mehr wie so ein Familientreffen zu Weihnachten und noch nicht wie ein Lagerfeuertreffen. Okay. Ja, klar. Also Identitätsfragen liegen dahinter. Ja. Fragen der professionellen Identität. Ja. Klar. Wann ist das für, oder war das beim Coaching ein Thema, das in Frage stand, oder hat sich das tatsächlich aus dieser Entwicklung aus einem kleinen, revolutionären, anarchistischen Pool, der sich ausgebildet und ausdifferenziert hat, ohnehin mit sich gebracht? Oder gab es auch Punkte, wo unterschiedlichste Professionen heftigst miteinander gestritten haben? Na, heftigst nicht, aber gestritten wird natürlich immer wieder. Ja. Also es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Coaches, die
ein Stück therapeutisch geankert sind. Und sagen, ja, aber es geht doch gar nicht, ist doch alles unteilbar und das hängt doch alles zusammen, die Problemlage etc. Und da muss ich doch, darf ich doch keine willkürliche Grenze einziehen und so weiter. Und es gibt andere, die sagen, Coaching ist eine Dienstleistung, basta. Eine kommunikative Dienstleistung, fertig. Also dazwischen ist, und das wird verhandelt, heftig. Ja. Also nicht feindselig, aber intensiv, klar. Ja. Also Identitätsfragen bleiben uns erhalten. Herr Los. Aber darüber muss man reden. Und das, was von dem Reden nach außen dringt, hilft wiederum, dass man sozusagen präsent wird. Also eine erlaubte Form, ein Problem zu haben und eine vorstellbare Form, mit dem Problem umzugehen. Und das ist bei Mediation, glaube ich, noch nicht der Fall. Nee, das teile ich. Stoßen auch wirklich unterschiedlichste professionelle Identitäten zusammen, wenn Mediatoren zusammenkommen. Also es ist von der friedensbewegten Mediatorenschaft hin zu den Anwälten und Richtern, die für sich auch schon untereinander durchaus unterschiedlich sind, aber das gleiche Studium hinter sich haben. Ja. Bis zu den Familien- und Paartherapeuten. Oder Planungs- und Umweltmediation, die eher Großgruppen, Dompteure sind. Also das ist schon ein anderer Schnack als, glaube ich, sozusagen die Coaches, die bei aller Unterschiedlichkeit doch einen gemeinsamen Ausgangslagerfeuer haben. Ja, ja. Okay. Überschaubarere Situationen haben. Gut, ich meine, da kommen wir so ein bisschen in die Problembeschreibung und das, was wir so aus der Reflexion her lernen können, auch von Coaches und Coaching-Gruppen. Vielleicht noch die Frage so im Rückblick zur Coaching-Entwicklung. Es gab auch Vorbehalte in Unternehmen gegenüber diese Lösungsidee, in ein Coaching zu holen. Ja. Wenn Sie da vielleicht nochmal ein, zwei Punkte benennen, mit welchen Schwierigkeiten Coaches zu kämpfen hatten, die sich halt dann ausbilden lassen und dann suchten einen Weg, mit dieser Arbeit glücklich zu werden. Bisher klang das so, dass es einfach passte und das Coaching... Ja, natürlich nicht. Es gab und gibt natürlich Entartungen der Coaching-Nutzung. Nach dem Motto, Coaching können Sie machen, aber ich will dann hinterher von Ihnen wissen, wie ist der denn? Also unsittliche Anträge sozusagen. Ja. Gab es immer wieder im Mittelstand und so weiter und so weiter. Ja. Das gibt es immer mal wieder, aber immer seltener, weil es inzwischen natürlich eine Professionskultur gibt, die auch von Personalern und Managern und Vorgesetzten und so weiter gesehen wird. Es gab natürlich, weil Coaching als Reflexionsidee oder Verfahren daherkommt, gab es immer die Spannung zu den Machern und Masters of the Universe. Also die Leute, die sagen, ey, Elite und Bar und Go, das brauche ich alles nicht. Und so. Also Coaching-Schwäche. So. Es gab schreckliche Stories von Entartungen, was in manchen Unternehmen zu der Formel führte, Coach, Coach, Go. Das heißt also... Letzte Ölung. Letzte Ölung, bevor man rausgeschmissen wurde. Also Coaching war ein Indiz dafür, dass man kurz davor war, nicht mehr gelitten zu sein und so. Ja, also wie der berühmte Gang des harten Kommissars zur Polizeipsychologin. Ja, das geht gar nicht. Ja, so. Ja.
sowas. Das gab es natürlich und es gab auch viel am Anfang eine blanke Ignoranz nach dem Motto, was soll der Scheiß? Die Leute sollen ihre Arbeit machen. Das ist inzwischen weitgehend weg. Coaching ist, war das am schnellsten wachsen, ist eines der etabliertesten klassischen Instrumente der Personalentwicklung. Ja. So, das ist inzwischen so. Was eben nicht nur wunderbar ist, sondern auch eine Verbürgerlichung beinhaltet. Ja, ja. Notgedrungen, genau, ja. Notgedrungen, ja. So. Das finde ich ein interessanter Punkt. Wenn Sie sagen, das Coaching wirklich ein etabliertes Instrument der Personalentwicklung ist, dann scheint bei mir sofort für Mediation auf, das kann ein etabliertes Instrument für Organisationsentwicklung sein. Weil dort entschieden wird in Konflikten, was ist unsere Kultur im Umgang miteinander auf einer Organisationsebene. Dazu müsste erstmal das Tabu der Konfliktarbeit abgeschmolzen werden. Ja. In Firmen, weil das ist hoch tabuisiert. Konflikte hat man nicht. Ja. Würden Sie sagen, das ist noch so, das ist immer noch so großteils? Immer noch so groß, ja. Ah, okay. Ja. Also gehen Sie mal in bestimmte harmoniesüchtige Bereiche wie Kirche oder Krankenhäuser oder so etwas. Die haben keine Konflikte. Mhm. Ja, okay. Weil sie damit nicht umgehen können. Mhm. Ich, als Mediator habe ich natürlich andere Alltagserfahrung, aber das kann sein, dass es wirklich Randbereiche sind. Sehe das nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber das heißt nicht, dass es schon gut ist. Ja, ja, genau. Okay, und es gibt eben unter dem Begriff des Konfliktmanagement à la Glasl natürlich einen anderen Zugang. Also der Begriff der Mediation ist an der Stelle auch nicht geläufig in vielen ignoranten Feldern. Von daher ist das schwierig. Und das ist im Coaching anders, weil eben Alltagsbanalität das durchdrungen ist und jeder hat ungefähr eine Vorstellung davon, was das denn so ungefähr sein könnte. Mhm. So, von daher wäre eine Menge an Geschichte zu erzählen in der Mediation. Ja. Ja, das sehe ich auf dem Weg, aber wie ich auch eingangs meinte, das ist nicht in ein paar Jahren zu ändern, sondern das braucht ein bisschen Zeit. Ja, klar. Das und das Ihr Arbeitsfeld ist in dem Sinne viel heterogener als das Coaching-Arbeitsfeld. In der Tat. Also, ja. Also von den Problemlagen her und so weiter und so weiter. Ja, also und ich sehe auch, also ich meine, das ist auch, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied vielleicht so zum Coaching, wie er so in der Wirtschaft Fuß fasst, diese beiden Verfahren. Es ist eher im Bereich des mittleren Managements und Abteilungsleiter, Bereichsebene, wo Mediation mittlerweile, also zumindest was ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann, etabliert ist und auch genutzt wird. Es ist nicht so, es wird nicht von oben sozusagen nach unten geführt, sondern es wird ein bisschen so im mittleren Einstieg. Es muss der Organisation schon was wert sein, daher ist es nicht sozusagen die Sachbearbeiterebene, wo es beginnt. Damit es bezahlt wird. Ja. Genau. So. Ne, aber es steigt nicht ganz oben ein. Und das ist ein Moment, aber der sich ändert. Also da glaube ich, wirkt die Gesetzgebung hilfreich. So, weil das doch eine gewisse staatliche Anerkennung ist und Unternehmen, die einfach die Not haben, nicht mehr mit Gerichtsverfahren wirklich ihre Konflikte wirtschaftsangemessen zu bewältigen. Also ich weiß ja, im internationalen Geschäftsleben gibt es ja extreme, große Verfahren, die mit Mediationsverfahren abgearbeitet werden. Ja. Zum Teil unter Institutionen von 5 Anwaltskanzleien und so weiter und so weiter, also bei sehr großen Dingern. Genau, Da geht was.
Okay. Ja. Gut. Okay. Herr Loos, vielen Dank. Das war hochinteressant und erkenntnisreich. Ich habe mich wirklich, ich habe mir ein bisschen die Augen gerieben, dass es in der Universität losging. Und ich finde das sehr erhellend und erleichternd, dass Entwicklungen, die so stark businessgetrieben sind, tatsächlich in solchen Bereichen ihren Ausgangspunkt fanden. Ja, genau. Das aber da kommt es her. Ja. Ich finde es auch tröstlich, dass es da kommt. Ja, das ist das passendes Wort, genau. Das ist tröstlich. Ja, genau. Vielen Dank. Gerne doch. Hallo. Gute Zeit für Sie. Guten Start ins Jahr noch. Danke, ebenso. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann hinterlasst doch bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung. Auf deinem Podcast-Catcher, zum Beispiel beim Apple Podcast, funktioniert das recht gut und empfiehl uns weiter. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch am besten gleich nach. Wenn du hier ein Thema vermisst oder auch einen speziellen Gast oder eine besondere Gästin hören möchtest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an s.weigel@incofema.de. Die E-Mail-Adresse steht natürlich auch in den Shownotes. Für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich hier mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.